Hallo und herzlich willkommen. Ich heiße Stopfer 15W4 und wir spielen Knack 2 ja auf der PS4. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und bevor wir loslegen, möchte ich noch ein paar Sachen erzählen. Und zwar, ich hatte ja Knack 1 mal gespielt und Let's Played leider nie zu Ende gespielt. Und das hier soll hier sowas wie ein Neuanfang sein, zumindest für das Spiel. Wir werden im Übrigen auch gleich reingeworfen, also man kann hier nichts einstellen, gar nichts. Wir werden einfach nur in die Action reingeworfen und dann geht's auch los. Wenn ihr wollt, dass ich den ersten Teil nochmal spiele, dann schreibt mir das doch bitte in den Kommentarbereich. Und wir beginnen jetzt einfach mal, also los geht's. Das ist meine Welt. Die einzige, die ich je kannte. Sieht gut aus, oder? Ich habe sie auch schon mal gerettet. Also, Knack und ich haben sie gerettet. Knack ist mein... Vielleicht fange ich lieber von vorne an. Ich heiße Lucas. Das ist meine Heimat. Ein wunderschöner Ort, voller mysteriöser Relikte. Man sagt, sie seien Überreste einer alten Zivilisation. Sie sind ziemlich wichtig, denn sie versorgen alles mit Energie. Ein Freund von mir, der Doktor, hat sie ein ganzes Leben lang studiert. Ihre Geheimnisse. Und eines Tages fand er heraus, wie man sie verbindet. Zum Leben erweckt. Und herauskam Knack. Und Knack? Der kann einfach alles tun. Wie gesagt, zusammen haben wir die Welt gerettet. Und noch lange Zeit danach ging es unserer Hauptstadt New Haven prächtig. Jetzt wird sie angegriffen. Mich quält nur der Gedanke. Es ist meine Schuld. Was habe ich getan? Runter! Wir bringen das in Ordnung, Lucas. Und zwar jetzt. Ja, Leute, Knack is back. Wir werden auf jeden Fall das Einzelspieler leicht normal, ach, nimm mal normal, dann ist gut, auswählen. Wir können übrigens auch ausweichen. Und Knack is back. Das ist doch verdammt geil, oder? Im Übrigen, ja, wir können schlagen. Genau. Und wir können uns eigentlich auch kleiner machen. Wie ihr hier seht. Dazu müssen wir nur R1 drücken. Oh, das ist geil. Okay, mal sehen. Komm, weg mit dir. Du Bösewicht. Ich zerstöre dich. So. Es gibt im Übrigen wieder, wie im ersten Teil, geheimnisvolle Kisten. Oh, wir können sogar treten. Wie geil ist das denn? Aber hier können wir nichts machen. Okay. So. Ja, ist wieder wie beim ersten Teil, diese Schlagen. Was aber verändert wurde. Und der erste Teil war leider nicht besonders erfolgreich. Ich hätte nicht erwartet, dass davon einen zweiten Teil geben wird. Aber er ist gekommen. Wie geil. Oh. Wir können abwehren. Das ist neu. Nein. Nein. Ja, im Übrigen ist auch neu, dass wir nicht nur abwehren können, sondern dass sich Knack auch von alleine wieder zusammenbaut. Das gab's vorher auch nicht. Oh, oh, oh. Das war knapp. Hui. Ich springe. Okay, da kommt noch ein zweiter.
Das sind doch geile Übergänge, oder? Ja. Auf jeden Fall hat sich was getan. Wir werden hier noch einiges erfahren, warum die Kobolde die Menschen angreifen. Na, spring raus, du Arsch, du. Wow, muss aufpassen. Nur wollte kämpfen. Dann kommt er her. Ah, okay, der ist schnell und stark. Nein. Oh mein Gott. Oh, es war knapp. Und weg mit dir. So, wir müssen dann nach oben. Okay. Ich wollte eigentlich mal was gucken. Ja, was wir schrumpfen können, wusste ich auch schon vorher. Die Leute haben ja den ersten Teil sehr schlecht gemacht, obwohl ich ihn sehr, sehr gut fand. Also auch die Geschichte und so weiter. Und der zweite ist auch gut. So, und jetzt vergrößern wir uns. Oh, Hallöchen. So, da sehe ich schon was. Denn es gibt wieder, wie beim ersten Teil, Truhen, die man öffnen kann. Und das tun wir jetzt hier auch. Ja, ich habe eine versteckte Schatztruhe entdeckt. Genau, es gibt insgesamt über 100 Schatztruhen. Okay. Ich habe im Übrigen Internet ausgestellt. Geräte sammeln die erforderlichen Teile, dann kann der Geräte bauen und benutzen, die ihm Spezialfähigkeiten verleihen. Das ist doch mal geil, oder? So. Weiter geht's. Ja, wie gesagt, der erste Teil war nicht besonders erfolgreich. Ich fand ihn aber ziemlich gut. Der zweite Teil wird ja auch ähnlich runtergemacht, obwohl der besser ist als der erste. Zumindest nach einigen Leuten. Ah, okay. Dann müssen wir durch. Ah, okay, ich bin jetzt einfach mal gestorben. Ich habe leider nicht auf R1 gedrückt. Das war mein Fehler. Gut, das wird jetzt nicht nochmal passieren. Und tschüss. Das war knapp. So. Ja, ich finde diese Effekte ziemlich gut gemacht. Also die Grafik, oh, ist wirklich der Wahnsinn. Oh, oh. Das war knapp. Parieren. Ja, könnten wir machen, wenn ich es wollte. Aber jetzt nicht. Und wir können auch... Warum? Bist du bescheuert? Okay, jetzt ging's gerade. Entschuldigt, das war mein eigener Fehler. So. Ich weiß nicht, ob am Anfang direkt wieder Touren gibt. Warte mal, was ist das? Okay, ich dachte jetzt gerade. Ah, da müssen wir ja eh rein. Ja, im Übrigen wird wahrscheinlich die erste Folge auch die längste. Ist halt also so zwischen 30 und 40 Minuten. Und Neck ist schon mal 3 Meter und 11 groß. Ein paar Arbeiter. Na, hast du ein Problem? Wow. War das knapp. Ja, wir werden auf jeden Fall erfahren in diesem Spiel, warum nun die Kobolde gegen die Menschen kämpfen. Goblins, Kobolde. Ich glaube, Goblins war richtig.
Es gibt neue Fähigkeiten, so viel ich weiß. Die Geschichte ist auch ein bisschen anders. Also besser erzählt als beim ersten. So. Da komme ich rüber. Und ich schwebe. So, genau. Wir können uns auch größer machen. Ich weiß gar nicht. Ach, Schlag müssen wir... Okay. Das müssen wir so machen. Gut zu wissen. Alter, wir sind schon 4,62. Schon ordentlich. Und los! So, er kriegt jetzt auf die Mütze. Den haben wir geschafft. Okay, das ging schnell. Okay, gibt es hier noch irgendwas? Im Augenblick nicht. Dann gehen wir mal weiter. Das Auto hat mich gerade geschadet. Okay, warum auch nicht. Oh, willst du mich verarschen? Ja, ich wollte eigentlich gerade werfen, aber das geht mir nun nicht. Mann, willst du mich? Wie kann man denn werfen? Das ist geil, Alter. Das ist wirklich geil. Weil es nicht da stand. Aber ich denke mal, mit einem Schlag hätte ich werfen können. Willst du mich gerade verarschen? Okay, tatsächlich. Ja, eigene Blödheit nenne ich das mal. Och, meine Fresse, ich bin tot. Warum habe ich denn R1 gedrückt? Bin noch nicht tot? Hä? Also mitunter, ich... Oh. Ja, komm her. Oh. Ja, dann soll selbst mich nicht zerstören. Ja, was ich auch nicht ganz verstehe, ist, was mit der Sonnenenergie passiert. Oder Sonnensteinenergie, besser gesagt. Okay. Yeah, weg ist er. Reliktenergie, die geheimnisvolle hellblaue Energie, die du kriegst, indem du Gegner besiegst und Schatztruhen öffnest, stärkt Nack. Probier's doch einfach mal. Okay. Weg der Geschwindigkeit, alles klaro. Der Weg der Geschwindigkeit steht nun offen. Yeah. Denn ihr Fahrrad öffnet sich, wenn du alle grundlegenden Fähigkeiten erlernt hast. Sammle weitere Reliktenergie, um Nack noch stärker zu machen. Ich hab's. Ja, was im Übrigen jetzt auch neu ist, ist, ach, wie nennt sich denn das nochmal? L1? Ja, weg ist er.
Mann, ich hab's vergessen, wie es heißt. Aber ich werde es später mal erklären. So, jetzt hier hoch. Können wir noch ein paar Teile? Nö? Okay, dann weiter. Yeah, ist das geil, oder was? Ich wollte eigentlich sagen, dass man jetzt Tasten drücken muss in den Videosequenzen mitunter. Und das ist auf jeden Fall neu. Das gab es früher, so viel ich weiß, nicht. Könnte mich aber täuschen. Oh yeah. Ist es das, Lucas? Ja, direkt vor uns. Okay, festhalten. Ich gehe runter. Bist du soweit, Nick? Gibt es einen Grund, warum du hier wandern gehen wolltest? Ja, aber ich will dir die Überraschung nicht verderben. Tja, das will ich natürlich auch nicht. Jetzt mach schon, Nick. Komm in die Gänge. Ich bin einfach froh, Zeit mit meinem Lieblingsneffen zu verbringen. Mit deinem einzigen Neffen. Tja, das auch. Komm schon, Nick. Wird aber auch Zeit. Dann legen wir mal los. Frische Luft so. Und etwas Sport. Was gibt's Besseres? Das wird toll. Genau, so, wir sind ja jetzt wieder Nack und ich wollte eigentlich sagen, Quicktime-Events sind neu. Das ist mir entfallen. So, und ich sehe da gerade was. Da können wir lang. Das weiß ich jetzt schon mal. Oh yeah. Erfahrung gibt's da. Also Quicktime-Events, wie gesagt, gab es früher auf jeden Fall nicht, zumindest so viel ich noch weiß. So, die Käfer können wir übrigens zerstören, kriegen Erfahrung. Oh, geil, oder? Ich meine, wenn wir gegen die Gebüsche laufen, reagieren sie. Die Physik funktioniert gut. Na, wow! Der war ja gefährlich. Aber nicht mit mir, nö. Hallo, schönes Wetter, nicht wahr? Jo, das ist es. So, wir brauchen Sonnenenergie oder Sonnenkristallenergie, wie sie sich hier nennt.
Okay. So, jetzt können wir da nach oben. Es könnte sein, dass meine Playse minimal zu laut ist. Die kleine Brise tut wirklich gut. Ja, ein perfekter Tag. Genau. Und deswegen gehen wir rüber. So, es gibt eigentlich noch die Untertitelfunktion. Allerdings habe ich die noch nicht eingestellt. Und ich wollte jetzt... Ja, eine Menge Wasserräder. Hydroelektrizität. Die Wasserräder versorgen die ganze Gegend mit Strom. Genau. Ich wollte mich nichts vom Spiel, wie soll ich sagen, irgendwas machen, was das Spiel schadet. Oder das Spielgefühl. Wo eher das? Oh. Okay, wo geht's denn hier lang? Ah, sieh mal jemand an. Was hier oben? Oh, ist ja geil. Okay, wir haben fast ein Level geschafft. Das Skillsystem ist auch übrigens neu. Das gab es vorher auch nicht. So, kurz kratzen. Schöne Wanderung. Okay, was ist denn hier unten? Ich gehe erstmal kurz gucken, denn das Wichtigste ist immer umsehen. Gründlich umsehen. Oh yeah. Ja, es ist ein Action-Adventure bzw. ein Jump'n'Run-Spiel. Wie von der alten Schule. Der Weg ist versperrt. Suchen wir einen Weg drumherum. Genau. Und Nack muss natürlich, wie immer, den langen Weg nehmen. Okay, jetzt sind wir hier oben. Kriegen wieder ein paar Teilchen oder auch nicht. So, da muss ich nach oben. Da ist nämlich eine Truhe, so wie es aussieht. Oh yeah. Du bist mein. Mein Schatz. Gegenstände von Freunden erhalten. Okay. Brauchen wir aber nicht. Weiter geht's. Wow, wow, wow. Okay, das war gerade gefährlich. Okay. Oh, was sind wir denn hier? Oh, oh, oh. So, wir können jetzt natürlich einmal rumfahren. Das werde ich aber nicht tun, weil das kostet ein bisschen Zeit, denn da oben ist eh nichts. Seht ihr? Du bist wirklich allein hierher gekommen? Betrachte mich einfach als Abenteurer-Kollege. Schwer zu glauben. Nee, nee, war ein Witz. Hey, schrei mich nicht an! Bleib zurück, ihr zwei. Ja, das Abwehren ist gut. Und treten. Oh yeah. Okay, was ist denn hier? Sonst ist da Energie, da hinten sehe ich auch was. Sobald man einen Fuß aus der Stadt setzt, sind sie schon da. Ja, genau, so wie ihr es gerade gesagt habt. So. Ich weiß nicht mehr, ob die Sonnenkristallenergie so wichtig ist wie beim ersten Teil, denn damit konnte man Spezialfähigkeiten aktivieren. Aber wie gesagt, hab grad keine Ahnung. Und möchte keine Vermutung anstellen. So, nicht mit mir. Wenn du schießen willst, geh woanders hin.
Oh, jetzt bin ich beinahe runtergefallen. Wow, das war jetzt gerade sehr, sehr knapp. Ja, werde ich tun. Danke, Lukas. Achso, und was mir übrigens auch sehr gefällt, ist, dass die Synchronsprecher bis jetzt alle original sind. Also sie haben nicht gewechselt, was ich im Augenblick sehr positiv finde. So, was denn hier? Kann man das zerstören? Okay, nee, kann man nicht. So, sonst fallen wir ja runter, wenn ich nicht aufpasse. Okay, den Kristall kann ich noch mal kurz zerstören. Ey, da sind doch Leute, das sehe ich doch jetzt schon. Wow, war das knapp. Na, Probleme? Oh yeah. Oh, der hat's aber faustdick in den Ohren. Aber wir sind besser. Jetzt wäre ich beinahe runtergefallen. So. Wo sind die anderen eigentlich? Ach da. Okay. Jetzt können wir da rüberlaufen. Da. Und jetzt sind wir schon drüben. Gut. So. Manchmal kann man was schwer erkennen. Oh, das ist ja mal geil gemacht gerade. Oh, war das knapp. Nein! Ach, Mann. Ich dachte, da komme ich jetzt rüber, aber leider nicht. Also, manchmal sterbe ich durch meine eigene Blödheit, aber wie gesagt, das ist ganz normal. Ist ja auch ein Jump'n'Run-Spiel. Und ich freue mich wie Bolle, dass ich das spielen kann. So, wartet mal, auf der anderen Seite könnte was sein. Ich wäre beinahe runtergefallen. Das war sehr, sehr knapp. So. Okay, jetzt müssen wir hier rüber. So. Es läuft doch bisher ganz gut. Finde ich zumindest. Und ich hoffe natürlich, dass euch das Video auch gefällt. So. Ach, jetzt müssen wir da rüber. Ich muss mal kurz abwarten. Ich hätte eigentlich durchlaufen können, aber ich gehe lieber kein Risiko ein. Wow, das war sehr, sehr mies. Okay, und drüben sind wir. Da ist ein Käfer. Meiner. Ah, okay. Ja, die Jump'n'Run-Einlagen sind bis jetzt ziemlich gut gelungen, muss ich sagen. Na, ha, ha. Oh. Aber ich mache immer noch Fehler. Naja, ist ja auch normal. So, jetzt müssen wir wieder klein machen. Oh! Warum bin ich nicht vorher rübergesprungen? So. Was war hier? Ich könnte mich eigentlich schon vergrößern, das mache ich auch übrigens gleich.
Ach, da seid ihr. Okay. Wieso ist der Doktor nicht dabei? Er sagte, er würde mitkommen. Es kam was dazwischen. Er hat aber nicht gesagt, was. Bestimmt wollte der Doktor sich vor dem Klettern drücken. Höchstwahrscheinlich. Achso, manchmal denkt man, man ist noch mitten in der Videosequenz. Das sind tolle Übergänge, muss ich schon mal sagen. Ich werde auch nicht mehr wesentlich weiterspielen. Alter, du bist miese, Peter. Hier, komm. Friss meine Faust. Sei vorsichtig, Neck. Da geht's weit nach unten. Jo, danke, Lukas. So, wir müssen nach oben. Er hat mich noch getroffen. Hat er Glück gehabt. So. Wo? Hui. Weg mit euch. Und jetzt durch den koboldverseuchten Wald. Oh, ein großer Entdecker wie ich würde nicht weniger erwarten. Gehen wir. Lukas, Ryder, seht ihr die blauen Kristalle? Jetzt passt mal auf. Cool. Wenn wir auf Kobolde treffen, Lukas, gehören sie dir. Klar, dann zeige ich Neck mal, wie es läuft. Genau, so, ich würde mal sagen, Leute, das sollte es erstmal gewesen sein. Wir beenden genau hier die Aufnahme. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Ich würde mich auch sehr über ein Abo, ein Like oder einen Kommentar freuen. Und wenn euch Feedback einfällt, dann hinterlasst doch bitte auch das im Kommentarbereich. Also bis dann und tschüss!